Erfrischend und vielfältig ist Kirche, oder soll sie zumindest sein. Der Meinung sind die Macher von FreshX. Sie sammeln und verbreiten in einem Netzwerk ihre Ideen dafür, wie mehr Menschen für Kirche begeistert werden können als im traditionellen Sonntagmorgen-Gottesdienst. Am Wochenende haben sich rund 200 von ihnen in Rottenburg auf einem Inspirationstag getroffen und ihre Ideen ausgetauscht. Die Tagung ist damit komplett ausverkauft. FreshX ist gefragt, wenn auch nicht überall. Die Resonanz ist sehr unterschiedlich. Es gibt manche Leute, die sagen, das machen wir alles schon, das brauchen wir nicht. Aber es gibt auch viele, die sagen, es wird Zeit, nochmal neu über Kirche nachzudenken, weil wir merken, dass wir immer weniger in der Gesellschaft präsent sind. Wie können wir da was anderes setzen? Wie können wir da neu antworten? Auch mit dem, dass Kirche nochmal anders aussieht und andere Lebenswelten erreicht und auch andere Formate entwickelt. In den Workshops am Nachmittag können die Tagungsteilnehmer solche anderen Formate kennenlernen, zum Beispiel den Live-Hof bei Kusterdingen. Hier verbringen Jugendliche ihre Freizeit, es gibt Konzerte und Events, aber auch Erwachsene sind eingeladen, das Leben mit Jesus kennenzulernen. Auch das Café Bohnenfeld ist so ein alternatives Angebot der methodistischen Gemeinde in St. Georgen. Überhaupt wird bei den Workshops deutlich, FreshX ist ökumenisch. Wir haben das auch hier in Württemberg so, dass wir ein FreshX-Netzwerk haben, in dem Vertreter aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart, der Evangelischen Landeskirche, der Evangelischen Methodistischen Kirche sind, aber auch der Gemeinschaften, des Gnadauer Verbandes, vom Jugendwerk, vom CVJM, von neuen Bewegungen wie Church Convention. Es ist uns wichtig, FreshX ist ökumenisch unterwegs, weil der Glaube eigentlich nur im Miteinander aller Christen weitergegeben werden kann. Dieses Miteinander wird auch beim Inspirationstag spürbar. Und noch etwas ist klar geworden, Kirche soll erfrischend und vielfältig bleiben. Genügend Ideen dazu sind jedenfalls bereits vorhanden.